jeden hier. Mit dir komme ich mir, egal wo ich hingehe, immer so vor, als ob ich in so einem Dorf lebe, weil du überall jeden kennst. Du bist einfach ein bunter Hund. Das Erste, was mir auffällt, Leute, ich kann mich hier anschnallen. Und ihr wisst, bei Toms Fahrstil ist das eine Grundvoraussetzung, die schon mal ganz gut ist. Ja, Leute, also wir fahren jetzt von Boca Richtung Fort Lauderdale. Und was glaubst du, was werden da für Autos sein, Tom? Keine Ahnung, aber viele schöne. Hoffentlich, dass sie uns dann wegjagen mit unserem kleinen Auto. Glaubst du, jemand hat einen cooleren Wagen als wir, wenn wir da sind? Es gibt viele schöne Wagen hier, ja. Und was ist cool? Geschmackssache. Mir gefällt auch mein. Mach's von vorne. Ja, wie sagt man, gibt es coolere Wagen? Klar, jeder hat Geschmack. Mir gefällt auch mein Pickup-Truck, wo ein bisschen weniger kostet wie der Bugatti. Aber für mich ist ja, also Autos ist wie Frauen, ist Geschmackssache. Manche wollen dicke, manche wollen dünne, ne? Keine Ahnung. Tom, wie nennt sich dieses Modell überhaupt ganz genau? Ein Auto. Okay. Das macht es bei der Firma Volkswagen. Schönes deutsches Auto. Ne? Was brauchen wir mehr noch, ne? Ist halt ein bisschen anderer Volkswagen, aber ich meine nur ein Volkswagen. Schönes deutsches Auto. Hier ist doch Überholverbot. Ja, ist doch mir egal. Weiter aufpassen. Da vorne kommt jemand, da war so ein Scheißschild. Guck mal, die Idioten auf dem Motorrad fahren sie hier rum mit dem Handy in der Hand. Oh, Digga, das passt mir überhaupt nicht. Boah, und da kommt jetzt der kleine Bus, da kann man voll mal drauf brennen und dann Fahrräder. Weißt du was? Amerikanischer Language ist gut. Amerikanischer Language hat ein Wort, wo es in Deutschland nicht gibt. Das Wort ist fuck. Ich kann das für alles benutzen. Fuck this, fuck gut, fuck böse, das geht für alles. In Amerika fehlt mir richtig ein Wort, wo der Tom ist. Der Tom ist so ein bunter Hund. Das Wort gibt es halt in Englisch irgendwie nicht. Ne? Und ein anderes Wort fehlt mir in Amerika im Language, ist Nervenkitzel. Das heißt so Drill, aber Nervenkitzel ist schon ein richtig cooles deutsches Wort wie bunter Hund. Und ich kenne halt jeden, weil ich wirklich der deutsche bunte Hund bin. Und die meisten kennen mich auch als Tom the German. Ja. Und du bist auch, das merke ich, wenn wir irgendwo hingehen. Also Chit-Chat, du bist so typisch sowieso Amerikaner, du hast immer einen Smalltalk mit dir auf den Lippen. Nein, 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 nein und nein. Das will ich überhaupt nicht, weil ich das nicht bin. Ich spreche nur mit Leuten, wo ich also wirklich. Ich bin gar nicht so eine People Person. Also du merkst, wenn mir jemand nicht passt, sagt der Tom gar nichts. Das stimmt, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Das weiß ich. Wenn ich Leute gern habe oder die haben einen coolen Subject oder die sind auch coole Leute und nicht cool, ob die was haben oder nichts haben, wenn die eine coole Geschichte haben, wenn die eine gute Erfahrung haben, wenn die lieb sind, wenn die nett sind, dann spreche ich gern, dann aber wirklich mache ich gern was. Aber wenn so Leute so ach, keine Ahnung, so in Boca gibt es halt viel, so, oh guck mal, ich habe Geld und ich habe das und das, ist doch mir scheißegal. Mir ist doch egal, der Tom ist doch dieselbe Person, ob ich mit meinem Ford F-150, wo $2000 gekostet hat, oder mit dem Bugatti, wo ein bisschen mehr gekostet hat. Ich bin ja immer noch derselbe Tom. Ich gehe auch zu der Pizzabude oder ich war in Deutschland gewesen. Wir waren in so vielen geilen Hotels und Restaurants gewesen. Abends waren wir nachts um 2 Uhr so Gyros essen, so ein Döner essen. Das war voll cool. Also ich bin immer noch das kleine, der deutsche, also der Dorfjunge da. Sehr cool. Also, wir haben ja jetzt im Ford schon ein bisschen darüber geredet, wie deine Geschichte ist. Und ich glaube, das Video, das kommt sehr gut an. Da sind sehr viele Kommentare geschrieben worden. Die Leute haben definitiv Interesse. Und ich glaube, jeder Deutsche hat auch, und nicht nur in Deutschland, wahrscheinlich auf ganz vielen Plätzen der Welt, haben diesen Traum, nach Amerika zu kommen und genau das zu schaffen, was du geschafft hast. Du bist so also quasi die... Du bist der wahr gewordene Traum, wenn du so willst, ne? für viele Leute. Und ich würde mich mal dafür interessieren, du bist ja früher mit haufenweise Urkunden und in ganz vielen Magazinen veröffentlicht worden als einer der coolsten Harley-Customers überhaupt zu der damaligen Zeit. Und wie hast du das überhaupt geschafft? Wie bist du da rangekommen? Wie macht man sowas? Ich habe ein Motorrad gekauft. Für $1400. Ich hatte aber nur 800 und die 600 hatte ich von meiner Freundin geliehen, die war eine Stripperin und ich habe gesagt, ich gebe ihr alles wieder zurück. Und da habe ich ein Motorrad, das war so total shitty paint job und alles. Das habe ich dann ganz neu, aber dann auch nur für mich so irgendwie gebaut
Da habe ich das erste Motorrad gebaut, da sagen die Leute, oh, das ist so richtig so German Flair. Da habe ich zu mir gedacht, ey, kauf's halt, Idiot. Also ich, keine Ahnung, den hat halt mein Stil gefallen, wie ich da die Custom Bikes gebildet habe. Und damals in den Anfang oder mit 90er Jahren war ja alles voll auf Custom Bildern und haben die so viel gemacht mit den Choppers. Und ich habe dann wirklich so mehr so Euro-Style. Ich habe mal eine Harley gebaut mit einer Ducati-Gabel dran und totales Ducati-Verkleidung und alles, aber auf einer Harley. Und haben die gesagt, das passt doch gar nicht zusammen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn dir das nicht passt, brauchst du doch nicht zu kaufen. Ich habe die immer halt so gebaut, wie mir die gefallen haben. Und dann war da doch irgendwie so ein bisschen Deutsch dahinter. Und dann halt deutliche Gründlichkeit. Ne? Und ich habe dann halt, wenn ich was gemacht habe, habe ich es dann schon richtig gemacht. Die meisten Custom-Motorrad, die kannst du mal fahren, bis so 50 Meilen oder 80 Meilen. Meine kannst du halt schon richtig bollern. Ne? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also auch die Qualität von deinen Umbauten war dann wahrscheinlich ein bisschen besser als der Durchschnitt hier drüben. Guck mal, wenn jemand nach Amerika ziehen will, egal wo du her bist, ist egal, muss ja kein Land sein. Und du daher kommst, musst du hier einen Job finden oder was, oder sich selbstständig machen, egal wie du es machst. Aber immer noch hier in Amerika, das merkst du auch, wenn du sagst, du bist Deutscher, das denken sie als erster, deutsche Gründlichkeit, deutsche Pünktlichkeit, gute Arbeit. Das denkt das immer noch. Deutsch ist wirklich voll angesagt hier. Und die Amerikaner respektieren auch Deutsche. Also finde ich schon voll cool hier. Das muss ich sagen, das stimmt auch. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was glaubst du, ist Amerika eher ein Land, wenn man hier rüber auswandern wollen würde, sollte man eher einen Job suchen oder sollte man sich von Anfang an versuchen, selbstständig zu machen? Als erstes würde ich sagen, geh mal von der Couch runter. Okay. Die Leute sitzen auf der Couch. In Amerika gibt es ein Saying, I don't know if I say it in English. Three frogs, drei Frosch, I can't say it in English. Three frogs are sitting on a log. Two make a decision to jump. How many left? Somebody says one, somebody says two. Alle drei sitzen da, weil keiner springt. Jeder spricht dann. Da sitzen da in der Kneipe. Oh, ich ziehe aus. Oh, ich mach das. Oh, ich hole mein neues Dis. Ich mach das. Ich lass mich scheiden von meiner Frau. Hole mein neues Freund. Jeder quasselt nach. Ja, dann mach doch mal was. Ja. Der erste Schritt ist, geh mal von der Couch runter. Also einfach machen. Machen. Genau. Machen, nicht sprechen. Das sehe ich ganz genauso. Einfach rausgehen und den Traum, den man im Kopf hat, anfangen, egal wie. Von ganz unten anfangen und einfach durchziehen. Guck mal, ich habe eine Live-Coaching-Firma jetzt. Da spreche ich mit dem Kunden. Da sagt der Kunde, ah ja, das ist das. Da habe ich gesagt, okay, ganz einfach. Die Person hat wirklich eine geile Idee. Die hat was gefunden, einen Teil, wo die dann auf Amazon gut verkaufen können. Habe ich sogar gedacht, war wirklich gut. Die haben noch so, aber klau die Idee nicht. Will ich ja nicht. Und da habe ich gesagt, ja, mach's doch mal am Anfang, bevor du FBA machst, also so, dass jemand anderes das schickst, geh doch mal 10 kaufen, geh die nach Hause, pack die mal ein, in deinem kleinen Schlafzimmer, in deinem kleinen Wohnzimmer, in deiner Garage, pack die ein. Dann sagt die Person zu mir, ja, aber das ist ja viel Arbeit. Ja, okay, vielen Dank, dann gleich mal wieder auf. Ferrari Heaven, Leute. Also ich muss ehrlich sein. Hier sind mir zu viele Schickimicki-Leute und das Ganze so, jeder zieht sich an. Ach, keine Ahnung, aber die geht. Hier sind mir schon wieder zu viele Leute. Ich boykottiere die Leute, ich habe nicht gern Leute. Ich bin so ein Lone Black Wolf, verstehst du? Hier sind wir richtig, Leute. Schön Buffet. Genau das Richtige am Morgen. 2 Millionen Dollar für das Ding. Ich habe ein Angebot gekriegt für einen. So vom Jahr für 1,1. So selber Auto. Jetzt kostet es 2 Millionen. Ne? Okay, 2 Millionen und 10 Dollar. Ja, Digga, Gebrauchtwagen sind jetzt ja teurer. Ja, schweineteuer. Und so ein Auto, ich hab das selbe Auto hier, das habe ich auch. Ich glaube, Tom ist wieder langweilig. Wahrscheinlich kauft er gleich ein Auto. Also nur weil dich die Leute jetzt nerven, kaufst du aus Langeweile ein Auto, richtig? Nein, ich kaufe heute keine Autos. Ich kenne dich. Ich kaufe hier keine Autos. Aber ich habe keinen Bock auf so Leute irgendwie. Keine Ahnung, das ist alles so schickimicki für mich.
Also ich fühle mich genauso. Und weißt du, was am schlimmsten ist? Die gucken uns an, wie wir mir die Armen sind. Ne? Weil die wissen ja nicht, mit was wir angekommen sind. Die denken mir vielleicht, wir arbeiten hier. Also ich muss Tom echt recht geben. Die Hälfte von denen hier ist ja fake sozusagen. Und dann, wenn man sich die Themen reinzieht, die sie sich da besprechen, von irgendwelchen Nähten oder, wie Tom schon sagt, hier den oberflächlichsten Mist, da bleiben wir lieber unter uns. Immer Nobel, Robert, auch wenn der Frack brennt. Ach ja, du hast den Grau mit so einem Streifen, ne? Ne, schwarz. Mit dem grünen nee, Streifen. Das ist ein anderer wieder. Das ist wieder ein anderes Auto. Okay. Aber den habe ich, den allerselben Auto. Ich habe das Auto. Wunderschön. Oh, guck mal hier. Nimmst du auch den Joghurt? Ja. Der sieht gut aus. Aber ansonsten ist echt alles. The croissants, are they filled with something or just? Ja, das brauchst du nicht. Hier ist eins. Okay. Du bist gemein. Du sagst gerade, du willst healthy essen, dann sagst du, kann ich einen Croissant haben. Da liegen richtig eine ganze. Guck mal, ich bring dir Rosen heute hier. Nimm deine. Da liegt eine ganze Ladung von den leckersten Gebäcken. Okay. Guck mal auf deinen Bauch. Digga, wie lecker sieht dein Bauch aus? Bist du wieder am Shoppen? Ja, da gibt es einen Ferrari, den habe ich jetzt hier gesehen, der heißt Ferrari Lusso. Das ist so ein Kombi sozusagen. Ich zeige dir mal später einen, kannst du mal Bilder machen. Die finde ich halt voll cool. Hinter dir steht einer in Rot. Der Kombi da. Ah, der hier. Da vorne steht einer in Schwarz und da steht einer in Blau. Also hast du mal drei zur Auswahl. Ja. So was würde mir halt gefallen, für so täglich zu fahren. Guck mal, wie cool der Schwarze ist. Ja, ja, sehr cool. Und jeden Tag gefahren. Also kannst du auf Arbeit fahren, kannst alles halt mitnehmen. Ja. Quasi ein Ferrari Kombi. Mach mal ein paar Beauty Shots. What does this one cost? Like closer to 2. So, es kostet 200. Ja, die Autos kommt drauf an, das ist halt eine Anniversary Edition. Das kostet ein bisschen mehr, aber das ist schon ein älteres Auto. Die fangen an so 2012, 13 glaube ich, bis 15 oder sowas, keine Ahnung. Ich kenne mich wirklich mit dem Autonetz, aber das ist der Vorgänger von dem Lusso. Das heißt FF, Vierradantrieb und mit vier Sitzen, der einzige Ferrari, wo halt Hintersitze hat. Dann kannst du dann hinten rein, ne? Ich sitze hinten auf dem Hintersitz. Ja, mach den Hund vorne und du hinten. Baywatch Girl, what's her name? Oh, Pamela Anderson. Pamela Anderson. So I go with a girl and I have a shirt on and pants because I don't own a suit. Everybody, so we walk in, everybody has suit and tie on, everybody, right? And I was younger and I said to the girl, I'm like, fuck, I feel so out of place. And all of a sudden, literally, this is the truth. Somebody comes by and he goes, hey, you and me tonight. You know who it was? Tommy Lee. Oh, shit. Because he only had a t-shirt on. Everybody had suits on. See, the today it's you and me. It's the people with all that shit on, they don't got. You know what I mean? It's true, though. They own a $300,000 car, and the car is financed for $360,000. Right? Yeah. Welcome to Florida. Exactly. Leute, das ist genau das, was ich immer sage. Die meisten von den Leuten, die hier so rumlaufen, ist einfach nur eine Show. Und die fühlen sich, auf Deutsch gesagt, in die Flasche gefurzt. Und ja, dementsprechend viel Spaß macht das auch, mit denen rumzuhängen. Richtig? Gar keinen Bock wieder auf sowas. Also das ist... Es ist schön und jeder kann ja für sich leben, jeder. Aber ich ziehe mich doch nicht extra an für keine Ahnung, dass da jemand anders mein Auto sieht. Du zeigst lieber dein Auto, richtig? Ich gehe lieber irgendwo hin, weil ich kein Auto fahre. Guck mal, so ein Auto ist doch voll geil. Das ist also
ich will nicht sagen basic, ist klar ein Ferrari, ich weiß nicht, was das Ding kostet, 300.000, 400.000. Aber ist halt cool, kannst du jeden Tag fahren, sieht einfach aus. Ich finde die voll cool. Ohne Aufkleber, ohne Emblems, ich würde sogar alles schwarz machen. Digga, ich finde den, ich wollte gerade sagen, ein Schwarz ist der richtig, ja, richtig cool. Aber guck mal, der sieht auch in Grau gut aus. Guck mal, seine Frau macht bei mir ein Ding. I paid your watch for my car because it matches my car. That might be a good deal, depending. Well, was hat er für eine Uhr? Der hat eine Uhr, die kostet vielleicht, keine Ahnung, 50.000. Die wollte er nicht wirklich mein Auto tauschen. Vielleicht hat er den gewusst, welches Auto ich meine. Ich habe halt irgendwie keinen Bock hier auf den Scheiß, verstehst du? Jetzt kommt sie nochmal. Und dann hat die Tussi aber gesagt, das wäre eine gute Idee. Sie hat gleich den Riecher gehabt. Die hat gleich den Riecher gehabt. Ob die dann mit mir nach Hause geht oder mit ihm, ist dann auch wieder was anderes, ne? Also ich würde mit dir wetten, dass, wenn du es drauf anlegen würdest, die Chancen stehen gut. Ja, aber warum würde die dann mit mir gehen? Weil ich einen Bugatti habe oder weil sie den Tom hübsch findet? Beides. Sie darf hier nicht mehr vorbeilaufen. Sie nee, er ist jetzt vorbei. Böse. Er, ja, muss, ja. Er muss sie fernhalten von dir und dem Bugatti. Warum guckt sie immer rüber? Ja, warte mal gucken, ob sie wieder guckt. Immer. Jedes Mal. Warte mal sehen, wenn sie. Ach, jetzt darf sie auch nicht mehr um die Ecke kommen. Warte, warte, warte. Wait for it, wait. Yeah, and people are like, what is that car? Yeah. What is that? And that's what it is. For me, the Lusso is like a station wagon. Mm-hmm. And mm-hmm. I want to buy some that's like. And especially in black, I might even put black over the Ferrari badge, just then nobody knows what yeah, it is. Yeah. I'm okay with that. Yeah, and you know, their four-wheel drive, mm-hmm. it is one of the best running. Where did driving. I fall in love with that car? Mm-hmm. I drove it in Germany, in Munich, in the snow. Yeah. Oh, no kidding. So it was like, okay, we pulled up at the Absolutely. Hotel like you're driving Audi. Yeah. You know, it's so such a drivable car. Oh, yeah. Yeah, and it handles amazing. Handles amazing. You know what else I would find? Oh, okay. Because it was my first ever Ferrari I had, so I want, you know, that. Wir haben schon wieder 1000 neue Pläne und ich glaube, wer kauft gerade den Wagen. Deswegen vielleicht müssen wir den noch gleich nach Hause bringen. Mal gucken, was passiert, Leute.